Irgendwie hart. Aber ja, ein bisschen recht hat sie ja. Also muss ich sogar zustimmen. Ist Autoscooter? Warum ist sie dann so? Also einerseits ist sie so richtig aggro, aber andererseits ist sie besorgt. Don't be afraid. Ja, woher hast du Angst? Wen nicht anfassen? Wer beobachtet mich? Oh Gott, muss ich jetzt Achterbahn fahren? Irgendwie fehlen mir so ein bisschen die Verbrannten. Na, da war ich. Also, Town of Tales, Octodron, The Wheel, Bumper Cars, Rollercoaster bin ich jetzt. Sideshow Alley muss ich dann auch noch hin und dann wahrscheinlich ins House of Horrors. Oh Mann. Ja, dann. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Wir suchen unseren Sohn. Aber wir fahren erstmal Achterbahn. Achso, ich mache Kamera wieder aus. Da sitzt er schon wieder. Ich wusste es. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? I? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. Which has him now? Has both of you? No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Wo ist er hin? Ich habe gerade meinen Sohn überfahren. Es funktioniert. Die Berechnungen und Anpassungen haben funktioniert. Die Transport- und Lagermechanismen scheinen makellos zu sein. Was für ein herrlicher Tag. Wenn diese Leute wüssten, was sie betankt haben? Ach so. Oh, und was soll's, wenn einige Leute den Park am Abend mürrisch verlassen? Was soll's, wenn die Kinder auf der Achterbahn eher Angst als Begeisterung empfinden? Das könnte die Tür zur Unsterblichkeit sein. Und derartige Türen öffnen sich nur Leuten, die willens sind, den Schlüssel zu suchen. Ich habe irgendwie immer Angst, dass jemand hinter mir steht. Solange es keine Achterbahn ist wie ein Final Destination.
Ich hoffe nicht. The witch awaits. Kann ich jetzt Licht anmachen? Need some light, please. I'm scared. Okay. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. And there will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Damien? I can help you, Callum. Follow the breadcrumbs. Sind die in der Brotkrumen? Ich sehe überall noch Steine, oder? The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Zuckerwattenleiche hinterlässt sauren Beigeschmack bei Parkbesuchern von Howard Laurel. Gestern Abend schockierte und entsetzte die Besucher in Atlantic Island Parks der Fund einer verstümmelten Leiche hinter dem Zuckerwatte stand. Laut der örtlichen Behörden steht die Identifizierung der Leiche, bei der es sich offenbar um ein Kind handelt, noch aus. Die Leiche wurde von einigen Schülern der Innsmouth Academy entdeckt, denen zwei Raben aufgefallen waren, die hinter dem Stand auf etwas herumpickten. Nathaniel Winter, der Eigentümer des Atlantic Island Parks, hat indes folgende Erklärung abgegeben. Der Vorfall ist eine wahre Tragödie. Noch dazu an einem Ort, der Menschen Freude und Spaß bringen soll. Die Mitarbeiter des Atlantic Island Parks drücken der Familie und den Freunden des Opfers ihr aufrichtiges Beiland aus und werden die Behörden in vollem Umfang bei der Aufklärung des Falls unterstützen. Der Solomon Chronicle wird täglich über den Stand der Ermittlungen berichten. Entschuldigung. Who did this to him? Oh Gott. Oh mein Gott, nein. Ach, jetzt ja, tötet mich. Oh mein Gott. Eine Klarungsprobe, was kann es Böseres geben? Ich gucke mir das mal um, dann nehme ich eventuell
Machen wir mal Pillen. Gut, von hier kam ich, alles klar. Nee. Kam doch von hier. Warum sieht das hier alles gleich aus? Okay, gut. Ich komme nicht drum rum. These are mine. Lex Primacy. Destroy reality. That's safe. I can taste your dreams. Fuck gravity. Hier, der Boogeyman. Super. Ist der Typ immer noch hier hinten? Ja. Zukünftige Zeiten von Laurel und Howdy. Der Bauchnabel ist das Band mit deiner Schöpferin. Ich glaube, ihr Name war Mama. Jedes 17. Kind ist ein Magnet der Sündhaftigkeit, die sich in den verloschenen Feuern entlang der Küste manifestiert. Wir glauben nicht, dass die Erde missgebildete Ziegen und klebförmigen Nachgeburten gehört. Nur die wahrhaft nackten Zaunkönige rechtschaffender Empörung werden durch kriegsverwirrende Dekolletés vertrauensbildender Arrhythmien gebrochen. Diese Wörter, ne? Vermont wird mit dem Talisman auf die Insel kommen und die Siegel der Orthodoxie des Verderbnis, der Verderbnis zerschmettern. Erst dann werden Priester abspritzen, Huren ins Licht treten, Hausfrauen pontifizieren und verhinderte Heilsbringer ob der Rettung von Tango und Kelch jubilieren. Süß ist die Verführerin, die den Schwanz packt und liebkost, während sie mit dem Feuer des Dritten in die Dunkelheit des vierten Zeitalters flieht und sich und Götter sich auf dem zerschmetterten Antlitz der Erde winden. Gaia besitzt Lieblichkeit und Anmut, aber ihre Tage sind gezählt. Und faustbewehrende Bienenstöcke brechen aus gefrorenen Willen und kalligraphischen Akteurinnen gezeichneter Pornografie hervor. Das allsehende Auge wird über die Karten hinweg aktuelle Informationen über den Stand dieser Geschichte bereitstellen. Ich sollte aufhören mit den Drogen. Oder vielleicht gerade deswegen mehr nehmen. Was ist das? Hier stand doch gerade noch der Typ. Where are you? Mommy, I'm scared.
Park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears while a grinning carny pockets your hard-earned $5. And what secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I've always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Oh nein. Alles klar, Sera geht ins House of Horrors. House of Horror. Callum? Callum! What are you scared of? Jeder hat vor so einem Gesicht Angst. Carrie Killian is sentenced for... What the fuck? Tschüss. Es war schön mit euch. Erledigt. Der Atlantic Island Park hat seine Tore geschlossen. Als wir das schwere Vorhängeschloss anbrachten, versammelte sich eine johlende Menge vor den Toren. Engstirnige Narren, die fürchteten, was sie nicht verstehen. Meine Maschinen mögen schweigen, aber ich gebe mich nicht geschlagen. Ich habe meine Frau und meinen Sohn nach Boston zurückgeschickt und mich hierher zurückgezogen in das Haus der Schrecken. Ich muss nachdenken. Sache, das ist der Typ. So, ich hasse das. Ach, die Hose, ne? Also, das Schrecklichste an dem ganzen Spiel ist die Hose. Herr
Ich habe mich jetzt vor Vogelgezwitscher erschrocken.